So, aller guten Dinge sind drei. Herzlich willkommen zum Auftakt ins EM-Jahr. Hallo Julian. Hallo. Ihr seht den Kader schon, es wurde schon viel geschrieben. Schön, dass ihr trotzdem gekommen seid. 6 Newcomer, 6 Rückkehrer. Julian, es wurde einiges umgebaut. Was habt ihr euch dabei gedacht? Ja, schönen guten Mittag erstmal, auch von mir. Ja, wir haben ja relativ zeitig nach den letzten beiden Spielen gegen die Türkei und Österreich gesagt, und ich auch in den Interviews und auch in der Pressekonferenz, dass wir definitiv Dinge ändern werden und auch ändern müssen. Ja, die Krux als Nationaltrainer ist natürlich, dass deine Einflussmöglichkeit über Training begrenzt ist als die im Verein. Das auf der anderen Seite aber natürlich deine Einflussnahme über die Kaderzusammenstellung und über den Mix, den du im Kader findest, größer ist als im Verein. Demnach war klar, dass wir nach den nicht guten Ergebnissen zuletzt und auch der Art und Weise, mit der wir nicht zufrieden waren in den beiden letzten Testspielen, schon was verändern wollten. Dann hast du natürlich relativ viel Zeit gehabt, im Trainerteam zu diskutieren, wie groß werden die Veränderungen, was ist vonnöten. Du kriegst natürlich nicht dann direkt, wenn du die Entscheidung triffst, im Trainerteam ein Feedback, ob es dann auch funktioniert, weil dann natürlich erst die Mannschaft jetzt dann am Sonntag respektive Montag zusammenkommt. Dann haben wir natürlich trotzdem einen Stamm, der schon länger dabei ist, die sich auch kennen. Generell, glaube ich, sind sich alle Spieler auch bekannt aus den Ligen. Es ist, glaube ich, kein ganz Unbekannter dabei, wo Spieler im Speiseraum sitzen werden und sagen, wer ist das denn? Den habe ich noch nie gesehen. Am Ende ist es wichtig, dass wir von den Einzelspielen her vielleicht nicht die dann Richtung EM gesehen 20 möglicherweise talentiertesten finden oder mit den größten Namen oder mit den größten Clubs und dass wir die 20 passenden zueinander finden. Das ist das Entscheidende. Jetzt haben wir ein paar mehr nochmal dabei, um einfach auch nochmal ein, zwei Spieler zusätzlich zu sehen mit einem anderen Profil als die wir schon gesehen haben oder dabei haben. Und wir hoffen natürlich, dass die Entscheidungen so gut sind, dass wir am Ende sagen nach diesen beiden Spielen, okay, die passen gut zusammen und jeder hat ein gutes Verständnis von seiner Rolle, versteht, um was es geht, was er erfüllen soll, welchen Baustein er im Kader innehat. Und wir erzielen erstmal eine bessere Art und Weise als zuletzt und natürlich idealerweise auch bessere Ergebnisse. Dann kann ich mir vorstellen, dass es noch weitere Detailfragen dazu gibt. Und wir starten mit Arne Richter. Hallo Nagelsmann. Inwiefern war es Ihnen wichtig, auch eine Art neue Hierarchie in die Mannschaft reinzubringen? Und gerade mit jungen, frischen Spielern da vielleicht Dinge aufzubrechen. Und dazu auch gleich anschließend die Kapitänsfrage. Ilkay Gündogan bleibt Kapitän oder ist durch Manuel Neuer da jetzt wieder ein Wechsel geplant? Nee, vielleicht die zweite Frage zuerst. Ilkay bleibt Kapitän. Ilkay hat sich ja jetzt gerade erst in dem Interview im Zuge des Champions-League-Spiels dazu geäußert, dass er natürlich auf der einen Seite stolz ist, die Binde zu tragen, auf der anderen aber auch weiß, dass wir alle auf dem Feld irgendwie auch Kapitäne sein sollten und mehrere die Verantwortung tragen. Identisch sieht es auch Manu, der natürlich jahrelang Kapitän war, auch verdientermaßen Kapitän war und auch sein Wort weiterhin Gewicht haben wird. Das ist, steht außer Frage. Nur, ich finde immer, das habe ich auch schon oft bei meinen Clubs gesagt, wo ich trainiert habe, dieses Kapitänsthema ist für mich eher was die Mannschaft betrifft. Es soll Anlaufstelle sein für Spieler. Und da ist dann auch nicht nur Ilkay, sondern eben auch andere Spieler, die es die Anlaufstelle sein sollen für ihre Kollegen. Für mich ist eh jeder Spieler Ansprechpartner, aber ich mit jedem Spieler spreche. Das ist, glaube ich, normal und nicht nur im Kapitän. Aber die Spieler sollen das Gefühl haben, dass sie Anführer in ihren Reihen haben, zu denen sie immer kommen können, wenn sie irgendwie so Sorgen haben, die sie vielleicht nicht direkt mit dem Trainer besprechen wollen. Für mich ist der Kapitän immer eher ein bisschen ein Repräsentant der Mannschaft. Und so ein Hauptansprechpartner aus Trainersicht ist die gesamte Mannschaft mit den betreffenden einzelnen Spielern. Und die Hierarchie, die finde ich immer, das ist schwierig, das von außen reinzubringen, sondern am Ende muss ich das immer entwickeln. In den Einheiten, in den Spielen, aber wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das Wort Rolle beschreibt es ganz gut. Wir werden eine klare Rollenverteilung auch haben für einzelne Spieler. Und da gibt es selten Mannschaften, die mit 20 Topstars erfolgreicher ist als eine Mannschaft, die vielleicht 13, 14 Stammspieler hat, in Anführungszeichen, und dann auch 3, 4 junge Herausforderer, die im Training eine gewichtige Rolle haben, die natürlich auch in Einsätzen, wenn sie reinkommen, eine gewichtige Rolle haben, aber eben auch Stimmungsträger sind, ihre Rolle akzeptieren, ein Stück weit dankbar, demütig sind, dass sie dabei sind, glücklich drüber sind, für den DFB
zu spielen, wo es was Neues ist, wo der Reiz des Neuen noch so richtig in den Augen funkelt. Also da musst du einen guten Mittelweg finden und das haben wir, glaube ich, gemacht. Dann Oliver Mucha. Hallo Herr Nagelsmann. Die nächste Nominierung im Mai wird schon die EM-Nominierung sein. Können wir davon ausgehen, dass die 23 Namen auch jetzt in diesem Kader sind, plus Leroy Sané vielleicht? Oder kann sich das auch nochmal wieder ganz drehen? Ja, ganz drehen wird sich's nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Tür für keinen, der jetzt nicht nominiert ist, zu ist. Das habe ich auch allen am Telefon gesagt. Ich habe mit allen Spielern gesprochen. War jetzt nicht nur der Überbringer der guten Nachrichten, sondern leider auch der Überbringer der schlechten Nachrichten. Aber dass die Tür nicht zu. Natürlich ist es so, dass das ist einfach so auf Nationalmannschaftsebene das Momentum schon, gerade was Offensivpositionen sehr entscheidend ist. Ja, wenn jetzt einer in den nächsten 8 Wochen nach den Maßnahmen sehr viele Tore schießt, gerade auf Offensivpositionen oder viel Impact hat in seinen Clubs, dann kann da auch eine Position ausgetauscht werden, respektive einer, der jetzt dabei ist, der vielleicht nicht mehr so viel trifft. In der Defensive ist es auch der Fall, dass die Tür nicht zu ist oder dass es ein Tick schwieriger ist, sich reinzuspielen, weil man da einfach das Momentum nicht so extrem hat wie als Offensivspieler. Da geht es dann schon mehr über eine Konstanz. Aber auch da ist die Tür für keinen zu. Wir haben ja auch 2, 3 Abwehrspieler, die jetzt nicht dabei sind, die generell Potenziale haben, auch Nationalspieler zu sein oder wieder Nationalspieler zu werden. Und natürlich werden wir auch einen Großteil der Spieler, die jetzt dabei sind, im Normalfall auch dann im EM-Kader dabei haben. Jan-Christian Müller. Ja, Herr Nagelsmann, Sie haben ja seinerzeit Mats Hummels extra zurückgeholt und jetzt aber auf ihn verzichtet. Sie wollten ihn gerade dabei haben wegen seiner Spieleröffnung. Warum verzichten Sie jetzt auf ihn? Und wie hat André Ter Stegen darauf reagiert, dass er jetzt wieder nur noch die Nummer 2 ist? Da ist nichts festgelegt bis dato, sondern die Spieler kommen am Sonntag, Montag und dann wird es Gespräch mit allen geben über die Rollen. Marc hat erstmal auf seine Nominierung reagiert und natürlich haben wir ihm auch informiert, dass Manu wieder dabei sein wird. Aber ich glaube, damit hat er auch gerechnet. Marc ist ja ein sehr intelligenter und reflektierter Spieler, der Dinge auch vorhersehen kann. Aber auch da gilt das Gleiche wie auch bei den Feldspielern. Ein Rollengespräch findet dann statt, wenn wir die Spieler hier zur Verfügung haben und da haben. Und, das fand noch nicht statt, sondern wird erst am Montag und Dienstag der Fall sein. Zu Mats ist so, ja, wir haben natürlich ist er aktuell nicht im besten Flow in Dortmund. Ja, hat zuletzt nicht mehr so viel gespielt wie davor. Plus, und das ist auch eine entscheidende Situation, haben wir natürlich auch ein bisschen andere Ordnung jetzt wieder. Die ursprüngliche Herangehensweise haben wir ein bisschen verändert wieder nach den letzten beiden Spielen. Wir werden ein bisschen anders aufbauen als zuletzt. Sprich, haben auch im Aufbau einen zentralen Innenverteidiger weniger. Und dann sind aktuell einfach 2 andere Spieler für die Rolle der ersten beiden Innenverteidiger gesetzt. Und dann geht es eben darum, aus Trainersicht oder Trainerteamsicht die Spieler hinten dran zu finden, die diese Backup-Rolle als Innenverteidiger ideal ausfüllen. Und da sehe ich Mats nicht als die ideale Besetzung, was diese Backup-Rolle angeht. Da haben wir jetzt mit Robin, mit Waldemar andere dabei, die diese Position besser ausfüllen können als er. Wenn wir ihn in der ersten Elf gesehen hätten, dann ist vielleicht das wieder eine andere Herangehensweise. Aber eben, das ist dann das, was ich vorhin gesagt habe, immer die Krux, dass man nicht zwingend immer nur sagt, wir müssen die besten Spieler finden, sondern die am besten passenden für die jeweilige Rolle. Frank Hellmann in der Mitte. Nagelsmann, ich würde gerne bei den Torhütern noch mal nachhaken. Zum einen fehlt auch der Name natürlich Kevin Trapp, der ja in der Türkei oder gegen die Türkei in Österreich noch gespielt hat. Vielleicht können Sie da was zu sagen, warum Leno Baumann da den Vorzug bekommen haben. Und noch mal nachgefragt, Manuel Neuer. Also kann man das so verstehen, dass es vielleicht offen ist und beide sich jetzt, sind ja 2 große Spiele, Frankreich, Niederlande, das teilen? Weil Manuel Neuer, muss man ja auch sagen, die letzten Turniere, EM und vor allem WM, waren nicht so gut. Und Marc-André Ter Stegen hat eine riesige Wertschätzung in Barcelona, hat man jetzt auch wieder gehört, was Xavi Hernandez über ihn gesagt hat. Also vielleicht doch offener als gedacht? Ja, wie ich es gerade gesagt habe, wir werden mit beiden ein Gespräch führen. Da nehme ich aber jetzt nichts vorweg. Das erste Gespräch oder die ersten Anlaufstellen sind immer meine Spieler und dann die Medien. Dann habe ich einen Torwarttrainer, der da maßgeblich auch mitspricht, der auch in Teil dieses Gesprächs sein wird,
der seine Meinung hat, seine Argumente hat und natürlich das auch nochmal deutlich besser überblickt, als ich das tue. Dafür haben wir einen Torwarttrainer. Und die Gespräche werden wir führen und dann auch entscheiden, in welcher Herangehensweise wir die beiden Spiele gestalten. Ja, zu Trappo ist so, natürlich war er enttäuscht, ich glaube, das ist normal, war auch sehr geknickt. Am Ende ist es da aber nicht anders wie auch bei den Feldspielern, da geht es um Momentum und Olli und auch Bernd sind aktuell einfach den Tick besser drauf. Ja, und von der Art und Weise, wie wir auch Spiele öffnen wollen, sind sie in der aktuellen Verfassung einfach einen Tick stabiler, als es Kevin ist. Und deswegen sind die beiden dabei Richtung EM. Das wisst ihr ja, werden dann auch nur 3 Torhüter im Kader sein. Sprich, auch da wird noch was passieren. Und auch da gilt das Gleiche, die gleiche Gesetzmäßigkeit wie bei den Feldspielern auch, dass die Tür da nicht zu ist, wenn Trappo sich wieder stabilisiert und die anderen beiden nicht, dann kann das Richtung EM auch wieder anders sein. Aktuell haben wir uns so entschieden, aufgrund der aktuellen Performance der 3 genannten. Wir gehen einmal nach rechts, Sonja Pahl. Dann schließe ich mal geradezu an die Frankfurter Spieler. Sie haben ja insgesamt 6 Rückkehrer. Dazu gehört ja eben auch Robin Koch, der bei der Frankfurter Eintracht aktuell spielt. Was waren im Endeffekt für Sie die entscheidenden Gründe, ihn wieder zurückzuholen zur Nationalmannschaft? Und welchen frischen Wind erwarten Sie vielleicht auch von ihm hinten in der Abwehr jetzt dann? Ja, das ist einer, der, glaube ich, auch durch seine Auslandserfahrung gereift ist. Nochmal was auch seine Persönlichkeit angeht. Einer, der viel spricht, der viel coachen kann. Noch dazu aktuell mit der zweikampfstärkste Spieler in der Bundesliga, was die Defensiv-Zweikämpfe angeht. Er ist eben einer, der diese Rolle auch nicht der ersten Elf anzunehmen, gut ausfüllen wird, der im Training Vollgas geben wird, der marschieren wird, der seinen Teil dazu beitragen kann, auch andere zu pushen, weil er eben viel spricht und das, was ich von meinem Trainerkollegen mitbekommen habe im Training, einfach immer alles reinwirft und alles reinhaut und da auch vorangehen möchte bei Frankfurt und demnach, glaube ich, kann er die Rolle sehr gut ausfüllen und ist dann am Ende eine Belohnung für seine Entwicklung jetzt, die er genommen hat, dass er einfach sehr stabil die Saison spielt und deswegen haben wir uns so entschieden, frischen Wind, ja, gutes Mauerwerk wäre mir lieber wie frischer Wind in der Abwehr. Ja, und da kann er dazu beitragen. Direkt daneben Patrick Berger. Jo, vielen Dank, Franzi. Hallo, Julian. Wir haben eben den tollen Werbeclip gesehen, den ich übrigens auch ganz nett fand. Serge Gnabry ist unter anderem dabei zu sehen, auch vor allen Dingen Leon Goretzka. Und das bringt mich zu der Frage, was sie dazu bewegt hat, Leon nicht mitzunehmen, trotz zuletzt eigentlich auch stabiler Leistung bei den Bayern und inwiefern hat diese Entscheidung vielleicht auch was mit der zu tun, dass Pavlovic man für den Verband gewinnen konnte? Hat gar nichts damit zu tun. Die Entscheidung war, auch wenn es überall steht, nicht zwischen Alex und Leon. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Bei Leon ist so, jetzt zuletzt die letzten paar Spiele waren deutlich stabiler wieder. Das ist richtig, sehe ich identisch. Ich beobachte auch die Spiele. Trotzdem geht es auch darum, die passenden Spieler für die Rollen zu finden, wie ich schon beschrieben habe. Und da sehe ich einfach 2 andere Spieler gerade vorne dran, was die erste Elf angeht. Und da musst du einfach die passenden Spieler finden, die Rollen dahinter besetzen. Und da haben wir jetzt für diese Maßnahme andere im Auge gehabt, wo wir glauben, dass es besser funktioniert. Verlieren gilt das Gleiche für alle anderen, auch da durch sehr gute Leistungen und auch durch ein Verständnis, was die Rollen anbelangt, ist da auch keine Tür zu, das habe ich ihm auch gesagt. Natürlich war er auch gefrustet und traurig und enttäuscht. Das ist dann, natürlich, wenn du so einen Spieler schon mal trainiert hast im Verein, kein angenehmes Gespräch, das, glaube ich, kann sich ja jeder vorstellen und das macht man auch nicht gerne. Aber am Ende ist ja immer so, du musst die Entscheidung treffen und du musst Spieler mitnehmen, musst aber auch Spieler zu Hause lassen. Es ist dann immer lustig, wenn dann sowas durchsickert, wer alles dabei ist, dann schreiben alle Welt, warum ist der nicht dabei, der nicht dabei, der nicht dabei. Wenn man dann fragt, wen würden sie daheim lassen? Ja, weiß ich nicht. Dann haben wir am Ende 46 Spieler, brauchen 4 Busse und sind auch nicht schlauer als zuvor. Und zu Alex auch nochmal ein Thema, was ich absolut betonen will. Ich finde es legitim und auch notwendig, dass der DFB, ich bin Angestellter des DFB, ist das korrekt, aber der DFB sich natürlich auch um Talente bemüht, die auch für eine andere Nation spielen können.
aber ich bin kein Trainer, der irgendeinen Spieler A nominiert oder reinredet bei seiner persönlichen Entscheidung, für welches Land er spielen möchte. Das habe ich noch nie gemacht und werde ich auch nie machen. Auch wenn mich der DFB darum bitten würde, würde ich es nicht machen. Das mache ich einfach nicht. Das ist für mich ein sehr persönliches Thema, was die Familien angeht, was die Spieler angeht, zu welchem Land sie sich zugehörig fühlen. Und ich bin da ganz offen, wenn ein Spieler für uns spielen möchte, dann freue ich mich. Wenn ein Spieler aber sagt, er spielt lieber für Serbien oder Türkei, dann ist das für mich auch okay. Ja, das ist ein sehr persönliches Thema, wo ich nie, wenn mich ein Spieler nach Rat fragt, werde ich ihm Rat geben, aber ich werde ihm nie reinreden. Und kann versichern, wenn ich dann lese, dass es eine politische Nominierung ist, dann kann ich versichern, nein, ist es nicht. Sondern er hat eine sehr gute Leistung gezeigt die letzten Wochen. Sehr dominant, sehr stabil, wollte jeden Ball haben. Ob das dann schon für die EM reicht, das werden wir dann bewerten, wenn wir den Lehrgang gesehen haben. Aber es ist ein Leistungsprinzip und er war bei Bayern aktuell mit der stabilste Spieler, mit einem sehr dominanten Spiel. Ist dazu noch einer, der auch in der Kabine spricht, der viel coacht, der eben trotz seines jungen Alters sich nicht versteckt. Und wenn er mir am Telefon gesagt hat, er will lieber für Serbien spielen, dann hätte ich ihn nicht nominiert. Er will aber lieber für Deutschland spielen und ich habe ihn da nicht überzeugen müssen, das war sein Wunsch und demnach ist er jetzt dabei als Folge des Leistungsprinzips und nicht als Folge einer politischen Entscheidung. Hartmut Scherzer hier vorne. Hallo Herr Nagelsmann, die Frage hat sich erübrigt. Sie wäre da Robin Koch gewesen, aber die haben Sie ja ausführlich beantwortet. Danke. Dann direkt dahinter Jonas Gerdes. Ja, hallo Herr Nagelsmann. Sie haben einen Vertrag bis kurz nach der EM und es gab jetzt Meldungen, dass Sie das entscheiden wollen noch vor der EM, ob Sie weitermachen, ob Sie vielleicht verlängern oder ob Sie was anderes unternehmen. Haben Sie sich da schon entschieden, wie ist da der aktuelle Stand? Und modisch sind Sie auch an der einen oder anderen Stelle schon mal positiv aufgefallen. Was fällt Ihnen denn zu den neuen Trikots ein, insbesondere das links neben Ihnen? Welche Farbkombination gefällt Ihnen da besonders? Welche Assoziationen kommen vielleicht in Ihnen hervor? Ja, zu meinem Vertrag haben Sie eigentlich alles gesagt. Am Ende, da stehe ich auch dazu, ist es, glaube ich, normal für jeden Menschen und auch ratsam, sich um seine berufliche Zukunft zu kümmern. Das betrifft Sie genauso wie mich. Ich weiß auch, dass man, wenn man einen Job hat, der in der Öffentlichkeit steht, dass man dadurch dann immer auch bewertet wird. Aber ich habe ich schon an anderer Stelle gesagt, wenn Sie jetzt einen auslaufenden Vertrag haben bei Ihrem Medium, dann würde ich Ihnen auch raten, sich frühzeitig umzuschauen, wie es weitergeht, ob bei dem gleichen Medium oder beim anderen. Das obliegt dann Ihnen. Das Gleiche ist auch bei mir. Aber ich glaube, es ist gesund und gehört auch dazu, mit 36 sich zu überlegen, wie das Leben aus beruflicher Sicht weitergeht. Und das ist bei mir das Gleiche. Ich empfinde da jetzt keinen Stress und auch keine Notwendigkeit, sondern aktuell ist es so, ich habe einen Vertrag, wie Sie sagen, bis nach der EM. Das ist der aktuelle Stand. Sonst habe ich kein anderes Papier vorliegen und demnach muss ich mir auch keine großen Gedanken dazu machen. Wenn das irgendwann der Fall ist, dann mache ich mir auch Gedanken drüber, das gehört auch dazu. Und ich versichere Ihnen, das lenkt mich nicht ab von meinem Tagesgeschäft, sondern ich habe großes Interesse, dass ich maximal erfolgreich weiterarbeiten kann und einen guten Vertrag bekomme. Deswegen will ich auch in der Aktualität maximal erfolgreich arbeiten. Vielen Dank für das modische Kompliment. Das teilen sich die Geister, so viel kann ich Ihnen verraten. Also nicht bezüglich der Trikots, sondern bezüglich meiner Mode. Zu den Trikots, ja, ich finde es gut, ehrlich gesagt, dass es nicht immer das Gleiche ist. Klar, das Heimtrikot ist klassischer, trotzdem mit ein paar modernen Elementen. Das Auswärtstrikot finde ich persönlich gut. Ich mag das, wenn es ein bisschen farbenfroh ist. Es hat natürlich auch einen psychologischen Effekt beim Gegner. Das ist bewiesen, wenn klar ist schwarz eine sehr dominante Farbe, kann auch was ausstrahlen, aber gerade auch bei Torhütern gibt es Studien, wenn die auffällige Trikotfarben haben, dann wird das Tor immer kleiner. Vielleicht wird auch die Lücke für die Pässe vom Gegner, wenn die kleiner, weil wir jetzt ein farbenfrohes Trikot haben. Mir gefällt, ich sage immer Mut, mutige Entscheidungen, Mut ist das Anagramm von Glück, das war eine mutige Entscheidung vom DFB und sicherlich auch von Adidas, mal ein bisschen Farbe reinzubringen, mir gefällt's. Und allein, dass jetzt schon wieder so viele darüber diskutieren, zeigt doch, dass die richtige Entscheidung war. Dass ein bisschen Leben drin ist. Und ich finde es gut. Ich würde es anziehen. Ich glaube, ich darf nichts am Spiel dran anziehen. Ich muss was anderes anziehen. Aber ich finde es schön. Vielleicht finden wir noch die passende Jacke dazu. Sven Voss.
Herr Julian, ich hätte auch gerne eine Berufsberatung. Spaß beiseite. Was eben diese Backup-Rolle betrifft, wo du zum Beispiel Mats Hummels eher nicht so ideal besetzt siehst, was ist mit Thomas Müller? Ist er einer, der sich mit so einer Rolle eher abfinden kann? Oder ist er einer, wo du sagst, der spielt sowieso immer? Ja, er ist einer, der sich mit der Rolle abfinden kann. Er hat die Gewöhnung daran ja schon bei Bayern München gehabt. Das hat er zuletzt wieder viel gespielt, was einerseits an seiner Leistung lag, weil er es gut gemacht hat. Andererseits sicherlich aber auch, weil Bayern auch Verletzungssorgen hatte. Das andere, jetzt darüber zu sprechen, wie es wäre, wenn alle da sind, hätte er trotzdem viel gespielt, weiß ich nicht. Ich bin nicht sein Trainer gewesen. Aber generell hat er dieses Gespräch auch zu meiner Zeit bei Bayern schon gehabt. Und er weiß, wie seine Rolle aussieht. Und er weiß auch, welche Bedeutung er in jeder Rolle haben kann. Entweder als Spieler, der viel spielt, oder eben auch als Spieler, der vielleicht reinkommt und Elemente beitragen kann. Thomas ist einfach ein Spieler mit einer Bedeutung, auch außerhalb des Platzes, nicht nur auf dem Platz, der natürlich auch ein Gesicht des deutschen Fußballs ist, ein Gesicht der Fans ist. Diese Rolle kann er immer ausfüllen. Und er ist ebenso, wie ich vorhin gesagt habe, über Ilkay und über Marc, auch er ist ein intelligenter Spieler, der Dinge versteht und begreift und der nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern die Mannschaften. Das brauchen wir beim DFB. Es ist einfach so, du hast als Spieler, das ist schwierig im DFB-Team, dich über Trainingseinheiten und so weiter in eine Startelf zu spielen, sondern am Ende gibt es mehr oder weniger vorgefertigte Rollen und alle Spieler, die damit klarkommen, haben die Chance, auch beim Turnier dabei zu sein. Und Spieler, die damit nicht klarkommen, dürfen das ehrlich kommunizieren und haben dadurch natürlich keine Chance, beim Turnier dabei zu sein, aber vielleicht ersparen sich selbst Ärger. Ja? Und am Ende dürfen sie es immer offen und ehrlich sagen. Und die Fragen stelle ich auch jedem Einzelnen. Und die Großteil oder den Großteil der Antworten kenne ich auch schon. Dann gehen wir in den Süden. Tobi Altschöwel. So, Servus aus dem Süden. Eine Rückfrage, Julian, zu Leon Goretzka, weil du hast ja gesagt, dass nicht Pavlovic der Mann ist, der ihn verdrängt hat. Verstehe ich richtig, dass da Pascal Groß und Robert Andrich die beiden sind, die du vor ihm siehst? Und der Dortmund-Block war ja normal immer recht groß, also Süle, Schlotterbeck, Brandt, Can und so weiter. Jetzt ist nur noch Füllkrug dabei. Wie haben denn die Dortmunder reagiert oder hast du aus Dortmund eine Rückmeldung bekommen, dass du da jetzt so arg ausgesiebt hast, was Schwarz-Gelb betrifft? Vielen Dank. Ja, natürlich sehe ich die gerade vorne, die dabei sind, deswegen sind sie dabei. Das ist, glaube ich, selbstredend. Aber nochmal, da geht es nicht immer nur in der Bewertung um Talent oder um Möglichkeiten, sondern einfach auch um eine gewisse Rolle und Erfahrungen. Ich glaube, das habe ich schon hoffentlich einigermaßen gut erklärt, was Leon betrifft. Ja, natürlich habe ich mit Edin telefoniert, mit Sebastian Kehl telefoniert. Es hat mir jetzt keiner gesagt, dass es katastrophal ist, was ich mache. Ich kann mir aber vorstellen, dass beide jetzt nicht super happy sind oder zufrieden sind. Das wäre ich wahrscheinlich auch nicht als Vereinstrainer, wenn viele meiner Spieler nicht dabei sind, weil du natürlich dann auch im Club ein paar mehr Gespräche zu führen hast, um die Spieler aufzufangen. Das ist, glaube ich, normal und gehört auch dazu. Am Ende habe ich schon vom Momentum gesprochen. Ich empfinde einfach, dass einige Spieler aktuell ein besseres Momentum haben als die genannten. Deswegen haben wir uns für andere entschieden und haben, das ist dann eher, hat es nichts mit dem BVB oder Dortmund zu tun. Das ist auch keine Entscheidung gegen Dortmund oder gegen den BVB, sondern da geht es um einzelne Spieler. Wir entscheiden ja nicht nach Clubzugehörigkeit, sondern nach dem Spieler. Und da haben wir sicherlich auch, jetzt wenn ich von Jude spreche, einen Härtefall, der eine ordentliche Saison spielt, haben wir dann auch mit Dennis oder Chris Führig gerade Spieler, die vielleicht einen Tick besser im Flow sind. Mit Maxi Bayern, der extrem viele Tore gerade schießt. Das sprich, das Momentum ist da eher ein bisschen auf einer anderen Seite. Sonst wissen alle Spieler, egal ob jetzt Emre, ob Schlotti, ob Niklas Süle, alle wissen, was es bedarf, dass sie vielleicht wieder reinkommen. Und das ist sicher auch der eine oder andere Spieler, der für uns im Profil ja generell gut passen würde. Aber die Spieler wissen aus den Gesprächen, was ich verlange und was mir fehlt, um dann Richtung EM vielleicht nominiert werden zu können. Ja, und wenn sie das gut umsetzen, ist die Tür nicht zu. Am Ende entscheidet es generell nicht ich. Ja, dann wer dabei ist, dann im Grunde entscheidet es der Spieler, ja, nicht ich, sondern
Ich bin auch kein Trainer, der darauf verzichtet, auf die besten Spieler, wenn er das Gefühl hat, das sind die besten. Sondern am Ende entscheidet es der Spieler, ob er spielt, und der Spieler entscheidet, ob er dabei ist. Ich bin dann nur noch das ausführende Organ und sage, okay, ja oder nein. Aber am Ende muss der Spieler die Antworten liefern. Das ist einfach so. Marco Seliger. Hallo Herr Nagelsmann, Grüße ebenfalls aus dem Süden. Sie haben 4 Spieler des VfB Stuttgart nominiert, nur der FC Bayern stellt mit aktuell 5 mehr Spieler im aktuellen Aufgebot. Chris Führich war ja schon dabei in den USA. Können Sie konkret bei Waldemar Anton, Maxi Mittelstädt und Dennis Undaff nochmal erläutern, warum Sie sie konkret eingeladen haben und was Sie sich von ihnen erhoffen und erwarten? Ja, auch da generell zum VfB, das ist auch Momentum. Wenn man jetzt vom letzten Jahr ausgeht, dann wären wahrscheinlich keine VfB-Spieler dabei. Dieses Jahr machen sie es einfach sehr, 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 sehr gut. Extrem stabil, viel Spielfreude, sehr viel Selbstvertrauen. Und demnach, bin auch ehrlich, man hätte vom VfB noch 2, 3 weitere einladen können, ohne große Probleme. Wagnermann, Stiller, die machen es alle sehr, sehr gut. Also da gibt es viele Kandidaten, die auch weiterhin im Fokus stehen, die auch nach wie vor die Chance haben, Richtung EM auf den Zug zu springen. Ja, bei Waldemar Anton ist so, er ist einfach ein extrem stabiler Verteidiger mit sehr großen Herzen, sehr großen Emotionen, einer großen Leidensfähigkeit, auch einen guten Offensivdrang, hat immer gute Phasen, wo er andribbelt, liebt aber auch zu verteidigen, ist einer, der sich immer reinwirft in jede Aktion, der allein schon mal seinen Karriereverlauf sieht, ein Spieler ist, der sehr, sehr gut passen wird zu dieser Rolle, der sicherlich nicht immer den Anspruch hegen wird, jedes Spiel von Beginn an zu machen, sondern sich erstmal mit auch der Herausforderrolle zufrieden geben wird, nicht zufrieden geben muss, sondern zufrieden geben wird, deswegen ist er dabei, aber der auf jeden Fall immer Vollgas geben wird im Training und da nie für schlechte Stimmung sorgen wird, sondern Vollgas gibt, weil er sehr glücklich ist und sehr demütig ist, dass er dabei ist und spielt eine sehr gute Saison. Maxi Mittelstädt ist aktuell der stabilste Linksverteidiger der Bundesliga, offensiv extrem gut, defensiv hat er sich unglaublich gesteigert, hat Sebastian mit ihm, glaube ich, sehr viele gute Dinge gemacht. Wir versuchen ja auch immer, Dinge mit Werten zu belegen. Er ist auch statistisch gesehen mit Abstand der beste Linksverteidiger aktuell in der Bundesliga und auch statistisch gesehen einer der Top 4 Linksverteidiger der Welt aktuell. Sprich, es ist nicht nur ein subjektiver Eindruck, sondern auch ein objektiv belegbarer durch Daten. Und demnach hat er sich mehr als verdient nach der sehr, sehr, sehr guten Saison bis dato dabei zu sein. Bei Chris Führich haben sie ja schon gesagt, am Ende ist es ein Spieler, der auch nicht sicherlich nicht jedes Spiel von Beginn an machen wird, aber einer, der für 20 Minuten ein extrem guter, wertvoller Spieler sein wird, mit vielen 1-gegen-1-Situationen. Er geht immer ins Dribbling, riskiert viel, hat einen guten Torabschluss. Ihm ist auch egal, wenn er mal 3, 4 Bälle verliert, er probiert es wieder mit einem 1-gegen-1. Es kann ein Dosenöffner sein, wenn wir mal ein Tor brauchen, wenn der Gegner tief steht. So viele Spieler brauchen wir, die Mut haben, die Risiko gehen. Das macht er herausragend gut. Noch dazu ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Verbindung mit Maxi Mittelstädt dahinter. Sprich, wenn die beide mal spielen, ist jetzt auch nicht ganz verkehrt. Diese Kombination sieht man jedes Wochenende in der Bundesliga. Und bei Dennis ist es so, dass er natürlich eine große Fähigkeit hat, Räume zu deuten, eine große Fähigkeit hat, sich zwischen Linien freizulaufen, hat auch viele Tore gemacht, hat jetzt eine kleine Verletzung gehabt, aber ist jetzt wieder fit, wurde rangeführt, denkt, dass er am Wochenende wieder beginnen wird und macht es sehr, sehr gut. Ist auch einer der viel unterwegs ist, sehr fleißig ist, der einfach zwischen Linien außergewöhnlich gut ist, einen guten Torriecher hat und immer eine gute Kombination auch mit einer zentralen Spitze, was Torgefahr angeht, sein kann. Und von dem her bin ich auch sehr glücklich, dass er das erste Mal dabei ist. Dann bleiben wir noch einmal im Süden, bevor wir in Richtung Hauptstadt gehen. Philipp Kessler. Ja, hallo Herr Nagelsmann. Inwieweit setzt die Mannschaft schon ihre Idee vom Fußball um und inwiefern sehen Sie den kommenden Lehrgang auch noch als einen, bei dem Sie noch ein bisschen experimentieren können, weil ganz so viel Zeit bleibt ja nicht mehr bis zur EM. Ja, experimentieren tun wir kaum, haben wir auch zuletzt nicht. Das ist geht schon darum, eine gewisse Stabilität zu haben, aber der Einfluss, wie ich schon gesagt habe, aus Trainersicht, was Training betrifft, ist einfach sehr, sehr gering. Also die extreme Philosophie, die ein Trainer vielleicht verkörpert, kannst du jetzt als Verbandstrainer nicht so wirklich reinbringen, sondern es geht darum, eine gewisse Stabilität zu finden, es geht darum, den richtigen Kader auszuwählen, die Spieler auf ihre guten Positionen zu bringen, vielleicht gute Connections auch zu finden auf dem Feld zwischen Spielern, die sich vom Verein kennen oder die von der Art und Weise gut zusammenpassen.
über Training werden wir jetzt auch in dem Lehrgang nicht viel entwickeln können. Das wird dann vor der EM noch ein bisschen anders. Da haben wir dann mal 2 Wochen Zeit, auch ein bisschen zu trainieren. Das ist jetzt, haben wir 3 Einheiten im Prinzip, die dazu dienen, ja, eher das Wie herauszukristallisieren, wie wir spielen wollen, weniger das Was im Detail, sondern eher was Aggressivität angeht, was Arbeiten angeht, was Umschalten nach Ballverlust angeht, so die talentfreien Bereiche herauszukristallisieren, die wichtig sind, um sich auch gegen diese beiden Top-Gegner zu behaupten. Inwieweit die dann den Nagelsmann-Fußball umsetzen, das kann ich dann nach den Spielen beantworten, aber es geht da nicht darum, jetzt die Philosophie von mir extrem durchzudrücken, sondern eine gute Stabilität zu entwickeln in einer relativ begrenzten Zeit. Julian Wolf von der Welt. Ja, hallo Herr Nagelsmann. Eine Frage zu Toni Kroos. Sie haben schon gesagt, ab Montag werden die Rollen besprochen und verteilt letztendlich. Aber bei Toni Kroos, denke ich, liegt es ja auf der Hand, dass er eine Führungsrolle letztendlich einnehmen wird. Können Sie einmal sagen, wie wichtig er ist, was Sie von ihm jetzt schon erwarten auf dieser Länderspielreise? Danke. Ja, er ist sehr wichtig, ist aber auch auf der anderen Seite nicht der alleinige Heilsbringer. Das hat er gesagt, das sage auch ich. Wir haben extrem viele Gespräche gehabt. Er hatte, ja, ist ein extrem angenehmer Gesprächspartner. Was ihn so angenehm macht, ist, dass er auf der einen Seite weiß, was er kann. Ja, es ist immer wertvoll als Mensch zu wissen, was kann ich gut. Auf der einen Seite weiß er aber auch genau, was er nicht kann und äußert es auch genau, dass er weiß, was er der Mannschaft geben kann, aber auch klar sagt, dass man als Trainer weiß, was er der Mannschaft nicht geben kann. Und er hat ein sehr, sehr gutes Gespür. Er hat natürlich eine extreme Erfahrung, hat sehr häufig die Champions League gewonnen, hat eine gute Ruhe. Wir werden im Sommer bei der EM natürlich auch Momente des Drucks haben im Eröffnungsspiel, wo Spieler mit dem Rücken zum Tor angespielt werden. Und da musst du erstmal stabil sein, was den Kopf angeht. Und natürlich dann auch die Technik. Aber da hapert es bei den wenigsten, was den Kopf angeht, da nicht nervös zu werden, zu viele Bälle zu verlieren. Er kann ein genialer Verbindungsspieler sein zwischen Offensive und Defensive. Ist aktuell in Europa der Spieler mit den meisten überspielten Gegnern, und zwar mit Abstand. Es gibt ja immer diesen Ausdruck Querpass-Toni. Ja, jeder, der das heute noch schreibt, der hat leider gar keine Ahnung vom Fußball. Ja, also was die Impact-Werte angeht, mit Abstand der beste Mittelfeldspieler aktuell in Europa, was überspielte Gegner angeht. Und darum geht es am Ende des Tages, auf einen guten Weg Richtung Tor zu kommen. Spielt eine extrem stabile Saison bei Real Madrid, was vielleicht vorher so keiner unterschrieben hätte, zwingend mit den Neuzugängen, die sie da auch hatten. Das ist eine große Auszeichnung. Ich freue mich extrem, dass ich mit vielen Gesprächen ihn dazu bewogen habe, das nochmal zu machen. Und das rechne ich immer hoch an. Er hätte natürlich auch im Sommer entspannt am Meer liegen können und die Spiele anschauen können und dann noch ein Jahr für Real Madrid spielen oder auch nicht. Das darf er selber entscheiden. Sondern er macht es nochmal und versucht, seinen Teil dazu beizutragen. Das rechne ich ihm hoch an und bin auch sehr froh, dass er dabei ist und wird dementsprechend auch eine wichtige Rolle für uns einnehmen. Oliver Hartmann. Ja, hallo Herr Nagelsmann. Sie haben ja jetzt eine ganze Reihe von Neulingen berufen, die fraglos das Momentum auf ihrer Seite haben und eine gute Saison spielen, die aber auf diesem großen internationalen Level eben noch nicht erprobt sind. Was macht Sie so zuversichtlich, dass diese Spieler in der Kürze der Zeit auf diesem Level Fuß fassen und performen? Und zweite Frage noch, ist Benjamin Henrichs für Sie auch ein Kandidat für die linke Abwehrseite oder ist seine vorgefertigte Rolle die des Backup hinter Jo Kimmich auf der rechten Seite? Zu Benny, ja, spielt auch eine sehr gute Saison, sehr stabil. Ist generell einer, der auf beiden Seiten spielen kann. Hat ja zuletzt auch mal für die Nationalmannschaft links gespielt. Ich kann ihn auch auf beiden Seiten einsetzen. Hat rechts eine Backup-Rolle, links eine Herausforderrolle, sage ich mal. Da ist es nicht in Stein gemeißelt, auf welcher Seite er spielt. Er kann es beides, ist sehr beidfüßig, hat auch keine Probleme mit beiden Füßen zu passen, zu schießen, zu flanken. Das ist ihm relativ egal. Von dem her ist er für beide Seiten eine Option. Zu der ersten Frage, ja, haben wir Spieler, die sehr erprobt sind auf internationalem Niveau. Wir haben auch ein paar, wir spielen jetzt nicht nur mit 18-Jährigen in der Startelf, sondern es sind auch ein paar dabei, die schon viele Spiele auf dem Buckel haben und auch schon viele Spiele für die Nationalmannschaft auf dem Buckel haben. Und am Ende sind die Spieler nominiert, weil sie offensichtlich auf dem Top-Niveau gerade performen. Also wir haben
Jetzt mit Yannick Lasbeste einen dabei von einem vielleicht einen kleineren Club, der es aber sehr, sehr gut macht, der außergewöhnliche Scoring-Punkte hat. Bei einem Verein, der laut eigener Aussage nur in der Liga bleiben will, die es aber sehr, sehr gut machen und stabil in der ersten Liga spielen. Und da solche Werte zu haben, die er hat, da musst du ihn einfach auf Nationalmannschaftsniveau auch testen. Alle anderen Spieler performen in ihren Clubs in der Liga sehr, sehr gut. Ja, spielen eine tragende Rolle. Einige natürlich auch dann international, nicht alle, aber einige auch international. Und am Ende glaube ich, dass wir bei der EM im Sommer dasselbe spielen wie im Verein, nämlich Fußball. Und ich wüsste nicht, was dagegen spricht, dass sie auch auf Nationalmannschaftsniveau einfach dieselbe Leistung abrufen wie auch in ihren Clubs, wenn sie das machen. Da sind jetzt ganz wenig Spieler dabei, die mit ihren Clubs auf dem Abstiegsplatz stehen. Von dem her bin ich guter Dinge, dass das ganz ordentlich wird. Dann zum Abschluss im digitalen Raum Noah Platschko. Okay, versuch nochmal. Gibt es im Raum noch Fragen? Patrick Berger. Ja, vielen Dank, Franzi. Julian, ich muss tatsächlich einmal nochmal auf die Zukunftsfrage drauf eingehen. Haben Sie jetzt so ein bisschen umschifft mit einem kleinen Ratschlag auch an uns, den wir hier und da sicherlich auch angenommen haben. Unsere Infolage ist nämlich so, dass es heißt, dass Sie sich vor der EM gerne entscheiden möchten, mit Blick auf die Zukunft, damit sie keine Nebengeräusche eben haben, dass nicht ständig diese Nachfragen kommen. Wird das tatsächlich so sein? Und daran angeschlossen, Sie sind ja auch bei Borussia Dortmund im Gespräch. Ist es überhaupt denkbar, im Sommer vielleicht dort aufzuschlagen, wenn man jetzt so viele Spieler nicht mitgenommen hat? Da müssen Sie Dortmund fragen, nicht mich. Ich habe schon gesagt, am Ende, wenn ich vor der EM ein Vertragsangebot darliegen habe, mit dem ich zufrieden bin, wo ich sage, da fühle ich mich wohl und da sehe ich mich, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich das vor der EM unterschreibe. Aktuell habe ich keinen Zettel darliegen, demnach kann ich die Frage auch noch nicht beantworten. Sagen wir, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas vor der EM passiert, ist gegeben. Stand jetzt ist aber die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass nichts vor der EM passiert. Das ist de facto so, da lüge ich auch nicht. Ich weiß nicht, wer Ihre Informationsquellen sind, dass das mein Wunsch ist. Die Zukunft zu regeln, ist, glaube ich, normal. Den habe ich, ja, den hat, glaube ich, jeder. Aber Stand jetzt liegt nichts da und demnach ist es noch sehr viel Utopie, über die wir sprechen. Dann versuchen wir es nochmal, Noah Platschko. Ja, jetzt müsste ich zu hören sein. Hallo. Herr Nagelsmann, meine Frage geht nochmal in Richtung Süden. Der VfB-Block ist sehr groß und Sie haben gesagt, es hätten auch noch mehr Spieler dabei sein können. Was war denn der ausschlaggebende Grund, warum beispielsweise ein Atakan Karazor oder ein Angelo Stiller jetzt nicht dabei sind? Waren Sie mit denen im Austausch oder auch mit Mudahut, der sich jetzt dafür entschlossen hat, für Syrien zu spielen? Und eine Sache fand ich noch spannend, der Yannick Lasbeste, den Sie auch schon erwähnt haben, der ist in der Abwehr gelistet bei Ihrer Nominierung. Können Sie ein bisschen was zu seiner Rolle noch sagen? Danke. Ja, also Niki kann generell beides spielen, kann im Mittelfeld vorne spielen, hat aber auch schon in der Vergangenheit, aber auch bei Heidenheim links hinten gespielt. Er ist ein sehr aggressiver Spieler mit auch sehr guten Werten in der Defensive. Sehr guter Spieler nach Ballverlust, der ohne Probleme auch Linksverteidiger spielen kann. Dazu außergewöhnliche Standards, also sprich auch da ist eine Überlegung, dass wir unter Umständen Spieler auch Richtung EM dabei haben, der sehr großes Spezialistentum hat, als Beispiel. Und er hat sich einfach, wie ich schon erwähnt habe, mit den Scorerpunkten verdient. Zu der ersten Frage. Ich hatte mit Angelo kurzen WhatsApp-Kontakt, werde ihn aber auch nochmal anrufen. Sonst jetzt, ja, generell verstehe ich den Wunsch, dass natürlich irgendwie jeder gerne mal ein Telefongespräch hätte, um seinen Stand abzufragen. Da müsste ich relativ viele deutsche Spieler anrufen. Am Ende kann ich allen versichern, dass ich jeden so einen Blick habe, der es auch verdient hat. Und am Ende kann ich aber auch entschuldigend sagen, dass ich trotzdem Entscheidungen treffen muss, die nicht immer für jeden angenehm sind. Warum habe ich die jetzt nicht nominiert und habe andere nominiert? Habe ich versucht, glaube ich, zu erklären, was Rollen angeht,
was Momentum angeht, was so ein bisschen das angeht, was wir brauchen. Ja, ich sage jetzt mal, Angelo war sehr, sehr nah dran, weil er es sehr, sehr gut macht, auch in der Anforderung, die ich habe auf dieser Position. Und da ist auch die Tür nicht zu. Wenn er weiterhin so stabil spielt, kann auch sein, dass er einer der Kandidaten ist Richtung EM. Ja, und mit Moderhut hatte ich keinen Kontakt. Ich wünsche ihm ja, für seine Nationalmannschaftskarriere wie auch im Club alles Gute. Er ist ein sehr guter Spieler, der es sicherlich für Syrien auch sehr gut machen wird. Dann haben wir zum Abschluss noch zwei Fragen. Die erste kommt von Thomas Kattenbeck. Ich hoffe, ihr hört mich, weil ich mit Perfekt. iPhone hier operiere. Was? Okay. Ja, Herr Nagelsmann, man hört bei Ihnen schon klar raus, auch bei der Begründung für Mats Hummels, dass Sie doch schon eine klare Vorstellung haben, wer so Ihre Stammspieler sein werden, auch in Richtung Euro, oder die sich wünschen. Da würde ich konkret einfach nochmal nachfragen in Richtung Abwehr, weil Sie ihn da eben auch nicht sahen. Also, dass Rüdiger gesetzt ist, ist klar, ist für Sie dann jetzt auch für das Länderspiel in Frankreich ein paar Innenverteidiger Nummer zwei. Können Sie schon so weit gehen? Und mit Gündogan und Kroos werden Sie ja auch noch stabile Defensivleute an Ihrer Seite haben. Das ist auch so eine Überlegung noch für Sie, wenn die beiden von Anfang an spielen sollten. Ja, natürlich haben wir eine Grundidee, sonst könnte ich auch keinen Kader nominieren. Ich habe schon versucht zu skizzieren, dass der große Unterschied ist für Nationalmannschaftsspieler, dass du halt über Trainingseinheiten nicht viel Zeit hast, dich reinzuspielen, sondern dass man natürlich über die Clubleistung und dann über ein Verlinken von einzelnen Spielern, was ein Trainer dann machen muss, versucht, die richtige Entscheidung zu treffen. Und da gibt es gewisse Rollen, die auf Verbandsebene deutlich manifestierter sein werden als im Club. Ja, ich werde es im Club nicht am ersten Trainingstag sagen, ja, du bist der Spieler, der nur meistens 10 Minuten reinkommt. Das ist auf Nationalmannschaftsebene schon gegeben. Toni und Jona sind erstmal gesetzt in der Innenverteidigung, auch verdientermaßen. Die haben die Fähigkeit, dieses Gesetztsein durch gute Leistung zu bestätigen. Wenn sie jetzt beide total schlecht spielen, kann es auch wieder anders sein. Aber gewisse Rollen sehen wir da. Ich habe im Sportstudio ja auch gesagt, dass ich Ilkay definitiv weiter vorne spielen lasse. Das ist eine der 3-10er-Positionen. Er wird nicht auf der Doppel-6 spielen, sondern weiter vorne spielen. Wie er den Kader nehmen könnte, ist Leroy jetzt aufgrund der Sperre natürlich nicht im Kader, ist aber auch bei der Maßnahme nicht dabei, sondern bekommt ein paar Tage mal Ruhe an die schon belasteten Strukturen aufgrund von vielen Spielen zuletzt. Aber er ist dann natürlich Richtung EM auch einer der Kandidaten für die 3-10er-Positionen, wo ich auch Ilkay sehe, wo wir Jamal haben, wo wir Flo Wirtz haben, wo wir dann eben auch so Herausforderer haben wie Chris, wie Dennis, die auf diesen Positionen spielen können, wo wir jetzt Maxi Bayer dabei haben, der ganz vorne spielen kann, aber auch auf so einer 10er-Position mit ein bisschen mehr Tiefe und Raum für sein Tempo. Ja, von dem haben wir natürlich im Kopf ein paar Gesetzte, haben im Kopf ein paar Herausforderer, aber ich glaube, das ist auch gesund und auch wichtig für die Gesamtstimmung. Dass Spieler natürlich dann enttäuscht sind, ist klar, aber dass sie mit der Täuschung richtig umgehen und wir diese Enttäuschungsmomente dann nicht Mitte Juni das erste Mal aufleben lassen. Okay, dann machen wir den Abschluss mit Manni. Danke, Franzi. Hallo, Herr Nagelsmann. Worauf kommt es denn jetzt nächste Woche Ihrer Meinung nach am meisten an? Also ist es jetzt wichtig, nochmal Ihre taktische Philosophie den Spielern mitzugeben, oder ist es vielleicht auch extrem wichtig, dass die Spieler sich kennenlernen, dass sie so einen Team-Spirit erzeugen? Und was denken Sie? Ja, taktische Philosophie geht nicht. Ich habe kein Training. Es ist nicht möglich, eine taktische Philosophie mitzugeben, sondern ein Grundgerüst, wie ich schon gesagt habe, das Was ist weniger entscheidend wie das Wie. Ich will, dass wir die wenigen taktischen Dinge, die wir ihnen an die Hand geben, mit dem bestmöglichen Wie erfüllen. Also mir ist jetzt nicht wichtig, dass jeder Spieler versteht, dass wir 17 verschiedene Positionswechsel machen können, weil das werden wir nicht hinkriegen in Kürze der Zeit, sondern dass jeder versteht, wenn wir den Ball verlieren, dass wir alles dafür tun, ihn schnell wieder zu kriegen. Dass wir versuchen, den Ball auch möglichst hoch und nah am gegnerischen Tor zu gewinnen. Dass wir mit Ball versuchen, den Gegner schon ab und zu auch mal zu locken und schon ein bisschen versuchen auch zu kicken und nicht nur die Dinger vorzuschwarten.
dass uns aber auch nicht zu schade sind, wenn es nicht geht mit Kicken, auch mal auf den zweiten Ball gehen. Und das sind alles keine taktischen Meisterwerke und da kommt man dann wahrscheinlich auch kein Taktikbuch in der Analyse, sondern es geht mir mehr um das Wie, dass wir das mit Leben füllen, dass wir was Lust, was Gier, was Investitionsbereitschaft angeht, da ans Maximale kommen und dadurch den Mangel an Zeit für taktische Einheiten wettmachen, indem wir einfach die Art und Weise des Spiels auf maximales Niveau heben, was eben diesen Invest und so weiter angeht. Und wenn wir das hinkriegen, dann werden wir gute Spiele machen. Dann freuen wir uns drauf, dass es in der nächsten Woche mit diesem Kader wieder losgeht. Wir machen noch ein, zwei Fotos mit den neuen Trikots, verabschieden uns aber schon mal und sagen bis Dienstag wieder an dieser Stelle. Tschö. Ein ganz kleines bisschen an die Seite schieben.